In einem Waldgebiet zwischen Elberfeld und Barmen liegt der Skulpturenpark Waldfrieden. Der Künstler Tony Craig kaufte das Gelände rund um die verlassene Villa Waldfrieden im Jahr 2006 und formte daraus Schritt für Schritt den Skulpturenpark Waldfrieden. Im Moment umfasst die Dauerausstellung rund 40 Skulpturen. Das sind viele, rund 20 Skulpturen von Tony Craig. Die Dauerausstellung wechselt eigentlich nicht. Es gibt einzelne Arbeiten, die mal ihren Platz wechseln oder ausgetauscht werden, aber im Wesentlichen ist sie genauso permanent zu sehen. Das ganze Jahr hindurch finden Wechselausstellungen in den drei gläsernen Ausstellungshallen statt. Aktuell werden 12 teils großformatige Skulpturen von Jean Miró gezeigt. Was wenige wissen, der bedeutende Maler widmete sich mit zunehmendem Alter immer intensiver der Bildhauerei. Das Besondere ist an diesem Ort, dass man unterschiedlichste Bildhauer und ihre Werke hier inmitten der Natur sehen kann und den Naturraum als Ausstellungsraum erlebt.